Einen wunderschönen guten Nachmittag auf dem wundervollen Alanya. Ich bin gerade auf dem Rückweg von der Aquaresidenz nach Hause und wollte euch mal was zeigen und auch was erzählen. Ja? Ich bin jetzt genau in der Straße, wo die Grenze ist zwischen Mahmudla, da wo wir wohnen. Ja, das sieht man auch hier sehr, sehr gut. Ne? Hier stehen die ganzen Hochhäuser, da fangen die Hochhäuser an. Haben wir schon mal so 11 Stockwerke, teilweise 14, glaube ich. So hoch darf es gehen, ich bin mir nicht ganz sicher. Hier sieht man es auch. Und da oben sind die Berge, wunderschön. Bald sind hier Wahlen, deswegen fahren die Leute hier alle rum. Und hier drüben ist Kestel. Und man sieht es, da ist deutlich weniger hoch. Nur so 5 Stockwerke, ja, vielleicht 5+1. Und da unten ist hier das Meer. Und das ist die Barbarossstraße. Das ist so die Vorzeigestraße in Mahmudla. Hier sieht die noch nicht so gut aus. Und hier fängt die an und da kann man hier quasi dann in den ganzen Restaurants und Cafés langfahren. Und das ist total mega, mega, mega geil, ja. Und ja, hier ist es absolut super. Das war übrigens gerade ein Schulbus, der hat gerade ein jugendliches Kind rausgeschmissen. Also hier sind die Schulbusse, bringen die Leute so wie in den USA an die Ecke, wo sie wohnen, ja. Oder direkt vor die Haus. Das ist aber, nee, das ist kein Kind, das ist eine ältere Dame. Aber wahrscheinlich ist das Lehrerin oder so. Manchmal fahren auch Betreuerinnen damit und so. Ja, und also wenn ihr was Kleineres sucht, also wo es ein bisschen ruhiger ist, dann in Kestel mal gucken. Aber Mahmudla hat halt viel mehr Einkaufsmöglichkeiten, hat den größten Bazar, hat die meisten Restaurants und so. Aber wenn ihr natürlich hier an der Ecke wohnt, könnt ihr einfach hier rüberlaufen. Dann ist das hier überhaupt kein Problem, ja. Ich habe mich gerade mit meiner ukrainischen Freundin getroffen, war total nett. Ich habe mit ihr mal die Aquaresidenz gezeigt und sie fand es total toll. Und sie hat da unten eine Tiefgarage geparkt. Sie hat jetzt keine Tiefgarage, sie wohnt in Mahmudla, auch in einem ganz neuen Gebäude, ein paar Jahre erst alt. Und wir haben uns so ein bisschen über die Sachen unterhalten, was sie immer so erzählt bekommt von Maklern. Und man muss sagen, man muss so aufpassen, dass man nicht an die falschen Leute gerät. Und auch, ja, sich ein bisschen besser vielleicht auch informieren. Man kriegt ganz oft erzählt, so, ja, das ist doch kein Problem, kauft das, wir kümmern uns dann schon drum. Man kriegt ja auch Aufenthaltsgenehmigung und so, aber es gibt ja ganz klare Regeln. Deswegen klären wir ja hier auch auf, auch der Ali und wir und viele andere ja auch, was sind die aktuellen Regeln, was muss man beachten, damit, wenn ihr irgendwo was kauft, sei es hier oder Dubai oder was auch immer, dass man halt keine Fehler macht. Und es gibt ja Leute, die lügen einen an. Das ist einfach so. Meine Freundin hatte mir dann noch ein paar Storys erzählt, da habe ich gedacht, ey, das weißt du alles nicht, ja. Zum Beispiel eine Story ist, da müsst ihr voll aufpassen, ja. Wenn ihr IKMET habt und ihr seid länger als ein halbes Jahr am Stück raus aus der Türkei, dann kann es sein, dass das IKMET dann futsch ist, ja. Wenn ihr das irgendwie mitkriegen, wahrscheinlich kriegen sie es mit, dann ist das dann nicht mehr gültig. Das Schlimmere noch ist, dass das in Deutschland auch so ist. Ich kannte hier eine Dame, die ist in Deutschland aufgewachsen, hatte den türkischen Pass, ist dann halt mit jemandem, dem sie sich verliebt hat, einem Türken, in die Türkei gekommen, nach Alanya. Und die haben sich dann irgendwann getrennt und sie wollte zurück nach Deutschland, war aber länger als 6 Monate aus Deutschland raus. Und dann ist ihre Aufenthaltsgenehmigung da auch abgelaufen und sie kann nie wieder nach Deutschland zurück. Jedenfalls nicht so einfach. Frauen lassen die schon mal gar nicht zurück rüber, weil die da total Angst haben, dass sie einfach jemanden heiraten und dann da bleiben. Also voll heftig, ja. Also wenn ihr hier IKMET habt, dann bleibt nicht länger als ein halbes Jahr am Stück raus, sondern erkundigt euch vorher, wie oft müsst ihr denn hier sein. Am besten ist wirklich alle halbe Jahr mal hier sein, mal eine Woche wenigstens mal oder so. Und mit dem Führerschein ist es ja auch so, wenn ihr länger als ein halbes Jahr am Stück hier seid, dann verliert der deutsche Führerschein nie die Gültigkeit. Dann müsst ihr einen umgetauscht haben, einen türkischen oder einen gemacht haben, wie wir, die Alexander und ich haben ja einen gemacht, ja. Das war jetzt beispielsweise, das wusste sie gar nicht, ja. Weil da geht man dann raus, denkt, ja, ich habe da mein IKMET und dann bin ich halt jetzt mal ein Jahr in Kanada, da hat sie ja mal gearbeitet, da komme ich wieder, ja, dann gilt es aber nicht mehr, ja. Kann sein, dass sie dann sagen, nee, sorry, das ist annulliert worden, weil sie länger als 6 Monate außerhalb vom Land war, ne. Das war die eine Sache. Die andere Sache, die mich sehr schockiert hat, war, sie hatte mich dann gefragt, wie viel wir in der Aquaresidenz an Hausgeld bezahlen, ja. Und ich glaube, wir zahlen so 35 Euro. Ich habe das für das ganze Jahr auch vorbezahlt. Anfang des Jahres, im Januar war ich da bei der Verwaltung, habe ihm das gegeben, habe eine Quittung bekommen und oder habe es ihm sogar überwiesen. Ich weiß diesmal gar nicht, ja. Und dann war das, da habe ich für das ganze Jahr das Hausgeld bezahlt. Und für die kleine Wohnung, die wir da haben, zahlen wir 35 Euro im Monat.
vielleicht ist es nächstes Jahr 40, ja, aber es ist eine geile Anlage, Tiefgarage, riesige Poolanlage, super gepflegt, festangestellte Hausmeister, Securities abends, du hast immer jemanden, der dir hilft, du hast einen wirklichen Indoor-Pool, der auch beheizt ist, das hat sich nämlich auch gehört. Ist der heiß? Ja, ja, der ist warm. Der ist sogar offen noch, ja. Der Außenpool wird gerade vorbereitet, der Indoor-Pool, der funktioniert, der ist auch richtig warm. So, Fitnessstudio drin, Kino drin, Kinderspielplatz draußen und drin, alles top. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie, da hat sie ja gemeint, ja, das war recht günstig, die Hausgeld, ja, was bezahlst du denn? Und sie hat eine ähnlich große Wohnung, vielleicht so 45 bis 50 Quadratmeter, und sie zahlt in einem Gebäude, wo es keine Tiefgarage gibt, einen Indoor-Pool gibt, aber der ist nicht beheizt, zahlt sie 80 Euro. Und sie hat gemeint, es hat günstiger angefangen und sie haben das jetzt über die Zeit, wie sie hier ist, ich glaube, sie ist jetzt 2 Jahre hier, ja, haben sie das jetzt immer weiter erhöht, das ist aber 80 Euro. Da habe ich gemeint, oh, das ist aber teuer. Also es gibt Anlagen, da ist es das auch vielleicht wert, wenn man halt irgendwo ist, wo es wirklich top in Ordnung ist, wo sie das Gebäude auch außen immer mal wieder regelmäßig streichen und so, dass sie so Rücklagen bilden. Aber normalerweise alles so über 50 Euro im Monat ist hier schon sehr, sehr, boah, schon recht teuer. Ja, es gibt Sachen, da sind auch 100 Euro mal im Monat wert, aber das, was sie mir erzählt hat hier, was sie für Leistung hat, ist es das nicht. Und da ist sie dann ein bisschen reingefallen sozusagen. Also sie hat sich erkundigt, als sie es gekauft hat. Aber jetzt ist es halt über die Zeit hochgegangen. Habe ich gedacht, ja, müsst ihr euch mal zusammentun, die Eigentümer, und der Verwaltung mal auf die Finger klopfen, dass die halt nicht bescheißen. Es wird ja öfters mal falsche Rechnungen ausgestellt oder Geld halt irgendwie anders verpulvert und so. Da muss man halt gucken, dass da nichts schief läuft. Ja, man braucht halt immer, ja, die Eigentümer müssen halt irgendwie auch zusammenhalten. Ja. Aber meistens sind die Leute sich nicht einig, was sie wirklich wollen. Und manche wollen dann gar nichts zahlen oder wenig zahlen. Und manche wollen mehr Leistung. Und ja, also man muss halt den Kompromiss finden. Und hier ist es halt relativ günstig. Ja. Wir zahlen, das Höchste, was wir zahlen, ist tatsächlich die Aqua-Residenz. Ist das teuerste. Danach die Schwiegerelternwohnung, die kostet auch so um die 30 Euro im Monat, weil das halt eine sehr große Wohnung ist. Da müssen wir halt mehr Anteil zahlen, und da ist auch ein festangestellter Hausmeister. Und dann da, wo wir wohnen, das kostet auch so um die 30 Euro. Und die neuen Wohnungen, die kümmert sich ja der Ali drum, die kosten momentan nur 15,50 Euro im Monat, ja? Weil da noch nicht viel, ja, zu machen ist. Ja? Wird bestimmt auch irgendwann mal auf 25 oder so hochgehen oder 30 irgendwann. Aber ja, da muss man halt aufpassen. Gerade wenn man halt mehrere Wohnungen hat oder sowas, dann sind das halt Kostenfaktoren. Dann kannst du es dir auch nicht mehr leisten, die einfach so stehen zu lassen oder die nur in Fans mit. Dann müsstest du halt irgendwann mal auch vermieten. Jetzt kommt zum Glück die Sonne raus. Es war heute echt kein schönes Wetter. Heute Morgen hat es andauernd geregnet und so. Und ja, aber jetzt kommt sie raus. Guck dich das an. Jetzt endlich die Sonne wieder. Ich hoffe, dass der Regen jetzt endlich mal vorbei ist. Es nervt mich ohne Ende. Gerade weil ich hier, steht ja mein Quad, ja, ja, da mit dem Quad unterwegs bin und damit bin ich halt frei. Heute hat sich mein Termin ja auch wieder überschnitten mit der Schule. Hätte ich unser Auto genommen, hätte ich dann wieder um eine gewisse Uhrzeit zurück sein müssen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte halt mich frei bewegen. Ich bin auch eben gerade mal beim Ali vorbeigefahren. Der lag gerade unter seinem Vito und hat irgendwas repariert. Er hatte den aufgebockt und er lag drunter mit der Schutzmaske auch und hat dann irgendwas am Motor rumgeschraubt. Ich habe ihm kurz Hallo gesagt, bin dann weitergefahren. Ja. Ach ja, und ja, guckt euch das an. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Die Sonne will jetzt einfach sagen, das war's jetzt endlich mit Winter. Ich hoffe es, ich hoffe es. Aber guckt euch das an hier oben. Also das ist nicht diese Mischung Meer und dann hier die Berge. Mir gefällt das so gut. Es hat so eine schöne Energie hier. Es macht so einen Spaß, hier zu sein und so nette Leute kennenzulernen. Und ganz liebe Grüße aus dem tollen Alanya. Lasst es euch gut gehen. Ganz tolle Grüße.